für eine ökologische Landnutzung sowie ein sozial verantwortliches und unternehmerisches Handeln. Dafür steht das Siegel der Rainforest Alliance Certified. Lino Gomez und Pedro Mendes warten aktuell auf ihre Zertifizierung. Tessa Fitzpatrick hat sie schon. Die Finca El Recuerdo von Lino Gomez liegt auf 1500 Meter Höhe in den Gebirgszügen Huehuetenangos in Guatemala. Chibo unterstützt den Kleinbauern, seinen Betrieb auf die strengen Rainforest Alliance Certified Auflagen umzustellen, um Fauna, Boden, Wasser und Arbeiter zu schützen. So ist eine der Voraussetzungen, außerhalb der Schlafstätten zu kochen und den Erntehelfern ein ordentliches Dach über dem Kopf zu bieten. An beiden Punkten arbeitet Lino Gomez noch. Auch ein integriertes Abfallmanagement gehört zum Konzept. Wir sind eine Familie und dürfen die Arbeiter nicht schlecht behandeln. Es ist viel hygienischer, den Müll so zu entsorgen. Sie müssen sich immer vor Augen halten, dass die kulturellen Umwelt- und Wohnstandards hier ganz anders sind, als wir es kennen. So musste Lino Gomez hier ein neues Haus für die Erntehelfer bauen. Er musste das Bewässerungssystem umstellen. Außerdem musste Lino Schattenbäume pflanzen. Sie sollen die Kaffeepflanzen schützen und langfristig den abgeholzten Regenwald ersetzen. Für Kaffee von Rainforest Alliance zertifizierten Farmen erhalten die Besitzer etwa 8% Aufschlag im Weltmarkt. Für Rainforest Alliance zertifizierten Kaffee müssen wir eine Prämie bezahlen. Und zwar keine kleine Prämie, aber das ist uns das auch wert, weil es eben nachhaltig ist. Und es gibt eine für den Bauern neben dem Preis wichtigste Form der Unterstützung, ist, dass sie von ihm jedes Jahr wieder kaufen. Die sind daran interessiert, einen festen Partner auf der anderen Seite zu haben. Das hilft ihnen am meisten. Planungssicherheit. Auch Nachbar Pedro Mendes von der Farm Las Peñas durchläuft das Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm. So darf auf dem Farmgelände nicht mehr gejagt werden. Um Pestizide sicher unter Verschluss zu halten, baute Pedro Mendes ein eigenes Haus. Deutlich weiter ist die Finca San Agustín Las Minas nahe Guatemala City. Auf dem Gelände leben seit Jahren rund 20 Familien. Für die Kinder gibt es eine eigene Schule. Tessa Fitzpatrick übernahm vor 2 Jahren die seit 2005 zertifizierte Kaffeefarm von ihrem Großonkel. Sie schätzt den Austausch mit Rainforest Alliance-Fachleuten. Da sie viele andere Farmen sehen, machen die Leute von Rainforest Alliance gute Vorschläge, wie man Sachen, etwa in der Lagerung, verbessert oder wie das Bewässerungssystem besser funktioniert. Manchmal ist es schwierig, Leute davon zu überzeugen, dass sie Dinge ändern müssen. Es ist nun aber einfacher zu sagen, schau, wir müssen das machen. Die Experten sagen das so. So können sie nicht mehr sagen, nein, das ist unbequem oder zu heiß. Das hilft wirklich. Rebecca Sanborn arbeitet im Rainforest Alliance Büro in Guatemala. Dieses unterstützt die Farmer auch nach der Zertifizierung mit der Vermittlung von Abnehmern auf dem Weltmarkt. Das Rainforest Alliance-Siegel öffnet Märkte. Wir haben ein ganzes Team von Leuten, das speziell daran arbeitet, unsere, wir nennen es Käuferkette, aufzubauen. Das Team versichert sich, dass diese Firmen auch nachhaltig arbeiten. Wenn eine Farm und eine Firma zusammen entscheiden, nachhaltigen Anbau zu betreiben und die Produkte zu verkaufen und sie dann das Siegel nutzen wollen, können sie über unser Team zusammenkommen. Die Wiederaufforstung des Regenwaldes mit einheimischen Schattenbäumen auf den Farmen. Ein schonender Umgang mit dem sensiblen Ökosystem. Die nachhaltige Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in den kaffeeanbauenden Regionen dieser Erde. Dafür steht das Rainforest Alliance-Siegel. Unabhängige Nichtregierungsorganisationen, das Sustainable Agriculture Network, beobachten die Einhaltung der Rainforest Alliance Zertifizierungsstandards in regelmäßigen Abständen. Diese Standards verlangen auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Maßnahmen zum Schutz der Arbeiter, der wild lebenden Tiere und der Umwelt, um auch den nachfolgenden Generationen ihr Auskommen zu sichern. Die Standards helfen aber auch Kaffeebauern, sich und ihren Familien eine nachhaltige Existenzgrundlage zu schaffen, damit wir Kaffeetrinker auf der ganzen Welt noch lange exzellenten Kaffee genießen können.